Hey Fotolovers, was geht ab? Herzlich willkommen in diesem Video. Es ist wieder Zeit für eine kleine Porträtinspiration und heute geht es um Fotos mit natürlichem Licht, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Bei mir ist wieder Aline und wir haben jetzt mal den Boden verlassen und arbeiten trotzdem immer noch mit natürlichem Licht. Diesmal mit den Schrägen hier über der Couch, mit den Fensterschrägen. Ist es aber egal, ob sie schräg sind oder ob das jetzt gerade Fenster wären. Wichtig ist halt nur, dass von irgendwo Licht kommt. Und hier kommt es direkt von oben. Wir werden hier Porträts machen mit einem Accessoire. Das kann ich immer wieder empfehlen und sage ich auch immer in meinen Porträt-Workshops, wenn ihr ein Model hat oder habt, was sich ein bisschen unsicher zum Beispiel fühlt. Also ist jetzt nicht der Fall, aber wenn jemand habt, der sich unsicher fühlt, dann gebt ihm was in die Hand. Sei es jetzt ein Kugelschreiber oder sei es zum Beispiel eine alte Kamera, eine Gitarre, irgendein Accessoire. Zum einen kann man in eine Richtung lenken, thematisch mit einem Accessoire. Zum anderen kann man aber auch die Person einfach ja, selbstbewusster machen, weil sie etwas zu tun hat mit ihren Händen und man hat eine Sache ausgemerzt, die einen nervös machen kann. Weil oft der erste Gedanke im Kopf ist, was mache ich mit meinen Händen, was mache ich mit meinen Fingern? Wie sehen die aus? Mache ich gerade hier so? Mache ich hier den hier oder mache ich irgendwas anderes? Und wenn man was in der Hand hat, dann kann man spielen. Dann ist man auf einmal in so einer Rolle drin. Ja, man kann so tun, als ob man jetzt da durchguckt. Man kann, ja, man ist einfach entspannter insgesamt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Kamera. Die gebe ich dir schon mal. Übrigens eine sehr geile Kamera. Ja, Rolleicord 36er Jahrgang. Schöne Mittelformat. Sieht geil aus und passt dann natürlich auch zum Model. So, jetzt ändern wir auch noch die Perspektive. Das heißt, ich fotografiere nicht einfach so von vorne oder von der Seite oder wie auch immer, sondern ich fotografiere von oben und eigentlich so ein bisschen Emo-mäßig. Du kannst dich mal da hinlegen kurz, Aline. So, sie liegt jetzt sehr bequem da und was ich immer empfehlen würde, gerade wenn man Fotos von oben macht, dass der Körper so ein Stückchen, so eine S-Form annimmt. Das macht man sowieso häufiger in der Modelfotografie, dass man probiert, ein S reinzubringen. Ich demonstriere das einfach mal kurz. Die Hüfte geht in eine Seite und der Oberkörper geht in die andere Richtung und dann entsteht dieses schöne S im Körper und wenn man dann das noch ein bisschen vordreht, sieht das ganz cool aus, wie man hier gerade sieht. Okay, das heißt, sie hat ein leichtes S, die Kamera liegt auf dem Bauch drauf. Das Coole ist, dass die Couch so ein bisschen angeschrägt ist. Dadurch hat man eine entspanntere Kopfhaltung und muss nicht die ganze Zeit seinen Nacken hochhalten. Wenn man das jetzt auf einer Couch macht, die eben ist, dann vielleicht was unter den Nacken legen, das haben wir gerade auf dem Boden schon ausprobiert. Oder ansonsten tatsächlich immer so ein bisschen oben halten, sonst guckt man immer von unten rein in die Nase und das will man eigentlich nicht so haben. Und auch nicht unter das Kinn gucken. Was wir jetzt deswegen auch machen, ich fotografiere nicht von hier oder von hier, sondern ich fotografiere direkt von hier, sodass die Kamera direkt hier rauf zeigt. Und das Schöne ist, sie macht jetzt so einen Blick, der so ein bisschen nach oben geht. Und wenn man sich mal erinnert an das Selfies und an den Ursprung des Selfies, der Ursprung des Selfies ist ja so. Warum? Weil man irgendwie cool aussieht, wenn man so nach oben guckt. Und man macht so einen anderen Gesichtsausdruck, als wenn man so zum Beispiel nach unten guckt. Man guckt so. Anderer Nebeneffekt ist, dass das Gesicht immer schmaler aussieht, wenn man von oben fotografiert, weil die Wangenknochen dann prägnanter sind und der Rest, das Kinn, nach unten hin schmaler abwandert. Gegenteil, wenn man von unten fotografiert, wirkt das Kinn größer und der Kopf wird nach hinten hin schmaler. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Deswegen von hier fotografieren. Ich mache mir das jetzt mal hier um. So. Ich fokussiere hier manuell. Das ist eigentlich ganz cool. Muss man nicht manuell fokussieren, aber ich spiele immer hier mit der Sony so ein bisschen rum. Das sieht sehr cool aus. Und mache hier meine Babo-Skills. So ein bisschen manuell Fokus. Okay, das sieht sehr cool aus. Sie schaut einfach rein in die Kamera, direkt in die Linse. Und hat so einen leichten, so einen Emo-Look. Augen kann man auch mal zumachen, mach mal Augen zu. Sehr schön. Kamera ein bisschen höher. Die Kamera soll so ein bisschen ins Bild noch rein. Genau, sehr cool. Ein bisschen weiter runter, sonst hast du diese Lasche immer im Gesicht. Ja, sehr schön. Genau. Alright, Augen zu, mir wieder auf, ja. Und das Geile ist jetzt, durch dieses natürliche Licht, wir haben gar keine Schatten, wir haben ein sehr weiches Licht insgesamt auf ihr drauf. Und es sieht eigentlich aus wie mit einer mega Softbox von oben irgendwie angeblitzt. Aber das ist nur das natürliche Licht, was oben durch diese Fenster durchkommt.
Anderer positiver Nebeneffekt, durch dieses viele Licht, ihre Augen strahlen richtig krass und auch Reflexionen in der Kamera, in der Linse, in den zwei Linsen, ist ja eine Twin-Lens-Kamera, in den beiden Linsen der Kamera sieht man die Spiegelung sehr, sehr geil. Und das gibt nochmal so einen extra Catch. Man kann hier von der Seite zum Beispiel nochmal im Reflektor reingehen, wenn man einen Assistenten hat oder jemanden, der einem einfach helfen will. Das würde noch funktionieren. So funktioniert das aber auch schon sehr, sehr geil. Okay, wir machen noch ein paar Bilder. Ansonsten von den Einstellungen her bin ich auf einer Blende 1.8, 1/80 Verschlusszeit und ISO 640. Ich bin knappe 2 Stufen wieder überbelichtet, dadurch wirkt das Bild sehr schön hell. Es ist so ein bisschen überstrahlt und ja, es sieht einfach schön freundlich und einfach schön aus. Ja? Einfach ein schönes, weiches, tolles Porträtlicht. Und aber hier die Perspektive, das Entscheidende, und mit so einem Accessoire nochmal was ganz anderes. Also, wenn du das zu Hause ausprobieren willst, schnapp dir irgendwie eine Couch oder irgendwas, was in der Nähe eines Fensters ist, wo das Licht herkommt, und leg die Person, die du fotografieren willst, einfach mal auf den Boden. Einfach mal von oben rauf fotografieren. Achte dabei, dass deine Füße nicht im Bild sind, ja, oder irgendwelche anderen Sachen im Bild sind, und dann passt das. Dann kann man sehr, sehr schöne Bilder machen. Ich achte immer darauf, dass ich so ein paar Elemente drin habe, zum Beispiel die Augen sind sehr weit oben, unten rechts ist die Kamera. Das heißt, der Blick wandert immer so ein bisschen hin und her, und durch die offene Blende haben wir ein schönes Schärfe-Unschärfe-Spiel. Wichtig dabei, Augen sollten scharf sein. Okay, probier's aus zu Hause. Ich bin gespannt, was du für kreative Ergebnisse zauberst. Post es gerne auf meine Facebook-Seite, facebook.com/bjfoto. Ansonsten, unten ist der Abonnieren-Knopf. Raufklicken, kein Video mehr verpassen. Nebendran der Link auf lernvonben.de. Da gibt es unter anderem Fotos nach Rezept 2 mit Aline auch. Da geht es komplett ums Blitzen, also auch um die Porträtfotografie, jedenfalls teilweise. Es geht auch um andere Sachen. Check's einfach aus. Das Buch dazu kommt auch Anfang März. Wird sehr, sehr cool. Hier an der Seite gibt es außerdem weitere Videos über das Fotografieren und in der Videobeschreibung noch ganz viele andere Links. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, und niemals vergessen, richtig, sag mal Einstellung, Digga.